Wenn ihre Vorgänger schon alles aufgebaut haben, bleibt den Söhnen und Töchtern nur noch das Einreißen. Das Lentos Kunstmuseum Linz bietet dafür nun Raum und lädt junge Künstler und Künstlerinnen ein, sich neben ihren großen Vorbildern zu präsentieren, ohne sich dahinter verstecken zu müssen. Kreuzungspunkt Linz meint im Zusammenhang mit dieser Ausstellung das Zusammentreffen von junger regionaler Kunst, also Kunst, die von Künstlerinnen geschaffen worden ist, die hier leben oder arbeiten, mit Klassikern der Kunstgeschichte, aber auch mit internationalen, renommierten Gegenwartskünstlern. Beispielsweise Caspar David Friedrich, ein Werk aus 1820 und ein junger österreichischer Künstler, der heute in New York wohnt, Matthias Kessler. Ein Eisberg, eine einsame Insel, eine einsame Schlucht. Die Schlucht bei Friedrich, die Insel und der Eisberg bei Kessler. Am Kreuzungspunkt der Generationen werden die Parallelen wie Divergenzen zwischen Werken unterschiedlicher Epochen spannungsvoll beleuchtet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die junge Linzer Szene gelegt, die sich hier sowohl gegen die historische wie auch die aktuelle internationale Konkurrenz behaupten kann. Diese Szene hat ihre Geschichte, die aus meiner Sicht vor allem seit der Gründung der Stadtwerkstatt eminent einflussreich gewesen ist. Ich würde sagen, was sehr wertvoll ist an Linz, ist, dass es mehr Ruhe gibt für die Künstlerinnen und Künstler, sich zu entwickeln. Ich denke mir, was eine Möglichkeit ist, wenn man hier Kunst studiert zum Beispiel und als Künstler arbeiten will, dass es zunächst passiert in einem Feld, was vielleicht nicht ganz so kompetitiv ist wie in den großen Städten. Das ist einerseits gut, weil es irgendwie mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie für die jungen Künstler die Arbeiten zu entwickeln. Es birgt allerdings auch die Gefahr, manchmal habe ich den Eindruck, und die teile ich auch mit Kollegen, dass man sich ein bisschen zu schnell zufrieden gibt. Im Vordergrund der Kunstwerke steht die subjektive Wiedergabe einer Wahrnehmung. Dahinter ist jedoch oft ein roter Faden verwoben, der sich quer durch alle Kunstrichtungen und Zeiten zieht. Wirklich große Lebensthemen sind eben zeitlos. Im Grunde genommen gibt es drei Themen, würde ich mal sagen. Das ist der Tod, die Liebe und der Alltag, würde ich mal sagen. Es gibt Themen, die immer wieder vorkommen. Da ist ein ganz großes, der menschliche Körper, die menschliche Haut, das menschliche Antlitz. Ich glaube, die Auseinandersetzungen sind immer die gleichen. Es sind irgendwie ganz existenzielle, irgendwie die mit unseren Erfahrungen zu tun haben, mit Körper, mit Leben, mit Tod, mit Empfindung. Und es sind natürlich die, die sich beziehen darauf, wie man Welt wahrnimmt und wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. In medialer Vielfalt entwickeln sich spannende Zusammenhänge in Themenbereichen wie dem Porträt, der Abstraktion, der Landschaft oder der Wissenschaft. Und entwerfen so einen Spiegel der jeweiligen Gesellschaft bis ins 21. Jahrhundert. Einen Spiegel, der mehr zeigt als nur das, was im Vordergrund steht.